deine ersatzfähige Gehäle. Aha. Radgelbuch, Kapuze 30. Schwarzbusch und Magellan, alle beieinander. Magellan, die hast du alle beieinander. Ja. Da sind jetzt noch zwei Hähne drin von der Deutschen Meisterschaft, von der Magellan, Champion-Kollektion. Und mein Schwarzbusch, der Weltmeister, dieser ist auch dabei. Jetzt sieht es besser aus. Segel. Top Segel, ne? Mhm. Ja, gut, ja. Der mit blauer Ring. Ja. Blau Sieg quasi. Der Mutter links sitzt, oder? Er ist auf dritte. Sag ich auf dem Stecker noch eine gelbe. Magellan, gelb hoch, schwarz hoch, ist auf zweite. Da sind auch noch zwei Kapuze dabei von der deutschen Mannschaft. Von einer Kollektion. Ja. Raus. Und das sind ja meine Fähige, das wäre ja ohne künstliche Farbe gesagt, nur mit Grünfutter. Da haben wir ja schon oft genug diskutiert, ja. Auch bei uns am Stammtisch. Viele behaupten, das geht nicht, aber ich kann das beweisen. Ich habe das schon mehrmals das deutsche Mannschaft gemacht und die Fähige sind genauso rot und das Rot ist schöner, wenn sie das abgeschüttet wird. Kapuze sind echt spitze. Magellan auch, wenn er den einen Bogen da hat. Ach gut, das ist echt immer dieses Jahr. Also, guck ich, ob ich das so aufnehme. So Magellan 60, ja. Ja, ganz schön triebig, ne? Ja, und das scheint auch gut so, weil die stachelt sich derart auf da drinnen. Die sind rank und schlank und ich kann sagen, fast jeder befruchtet da jedes Ei. Und so habe ich die immer alle meine Hähne in der Dreifachbox drinnen, recht eng. Und da sind die 8 Wochen drin vor der Zucht, bevor ich anfange. Aha. Und dann sind die alle fit. Natürlich fliegen da mal ein paar Fäder, klar, aber ja. Das ist ganz normal. Das hier mal wieder zumachen, nicht, dass sie verfliegen. Und das da. Zu. Und da unten sind die Mädels drin. Die Mädels? Ah, ja. Die Weibchen dazu, so schöne Magellan-Weibler. Ja. Die Kapuze auch schön. Schwarzbusch habe ich auch schön gesehen. Genau. So steckt die immer da hinten. Dieser Gelbauch noch drin, Weiber. Gelbauch-Weiber sind auch schön. Wer so mein Verfolger, der hätte ein paar von denen, ja? Richtig. Top. Thank you.
Schön. Du weißt, das ist jetzt futtermäßig, was du da noch aufgestellt hast. Ja? Das Futter, das ist kein Futter. Das ist eine fertige Mischung. Das da, ne? Ja. Fertige Mischung. Das ist kein Futter, das ist spezial. Muss man besser wegnehmen. Also das da halt so. Und das Keimfutter besteht aus zwei Teilen Keimfutter 20 Spezial, einem Teil Sonnenblumen Mikro und einem Teil Negersaat. Ist das das, was jetzt der Hanna? Das ist die fertige Mischung. Das ist die fertige Mischung, ja. Der Hanna? Mhm. Das da ist jetzt das. Das ist Keimfutter Spezial. Keimfutter Spezial und zwei, das da? Auch zwei Einheiten Spezial. Zwei Spezial. Eine Einheit Sonnenblumen und eine Einheit Negersaat. Die Negersaaten sind die Sonnenblumen, die Mikro. Also Mikro. Das ist dann vom Blattner dann? Vom Blattner, ja. Du tust immer mit den Silos kein Futter aussetzen, gell? Das Keimfutter ist jetzt von gestern. Das sieht man jetzt schon, dass es anfängt mit Keimen. Das ist ja also richtig gute, keimfähige Ware. Gell? Ja. Und der Raumtemperatur? Das ist von heute. Das war heute. Heute Mittag angesetzt. Und ja. Da kommt 10 Tropfen mit Resan. Zum Pilze abtöten. Genau. Das kann man dann bedenkenlos, wenn es fertig ist, ja, mehrere Stunden rennen lassen, ohne dass es säuert und alles. Und es riecht angenehm und ist echt gut. Super. Von der Champion-Kollektion Hahn. Und eine Jungfrau. Und die drei Jungfrauen habe ich. Das ist alle drei Jungfrauen. Der erste, der zweite ist der Händler. Und das ist der andere. Ja, die sind da. Bin heute ausgeflogen. Bin heute ausgeflogen. Mhm. Super. Der Kleine sieht super da. Ja. Ja. Ich war unsicher, deswegen habe ich auch den schrägen Stab drin, wenn die runterfallen, kommen die leichter hoch. Weil die können am Anfang noch nicht gerade hochfliegen und dann bringen die den Stab als Unterstützung. Da können wir mal mit deinem, wo in YouTube dann nachher mit deinen Kapuzen zeichnet, ja. Hat man ja auch mal erklärt mit einem Zeichen. Ne? Vielleicht der Köpfle. Mal, bevor es schlüpft. Ist nicht geschlüpft? Ja, heute Morgen. Ja, Magellan. Magellan. Ah ja, super. Das sind jetzt drei Junge drin. Ja. Mit 5 Euro, oder? Ja. Sind nicht auch aus der Siegelkollektion etwas dabei, oder? Nein. Nicht. Aber die können das mit der Siegel machen, ja? Gut, von meiner Hinterkollektion ist nicht eine dabei. Aha. Mhm. Super. Feuer, die Fruchte, die im Inneren drin, also hier links, gell? Mhm. Ein schöner Horn.
guckst du mir an. Ha? Wie viele Eier hat die, oder? Fünf Eier? Ja. Ist aber großes Gelege, ha? Ja. Die kommt auch von der Zuchtvorbereitung, ne? Ja. Gut. Und bei den Magellern ist es ganz so, dass sie mehr Eier legen. Also die meisten sind die doch über 5 Eier legen. Aha. Super. Alle voll, oder? Ja. Boah. Das ist so 6 Tage. 6 Tage. Ja. Super. Okay. Kalt. Dann habe ich meine Schüssel verstanden. Hast du alles noch? Kalkbox. Kalkbox, gut. Oder Kalkbar. Kalkbar, so. Kalk, Mineralien. Ja. Und das ist die Kohle. Kohle, Vogelkohle. Kohle. Quarzsand. Das ist Quarzsand. Das ist der Kalk Brockmann Zwergmarke. Aha. Das ist das da. Ach, also die Hase und die Kleinkirzfilme. Mhm, genau. Okay. Und das andere ist ein Taubenstein, Laus, Schnittstein. Das ist das da, ne? Das da, ja. Das ist ein schwieriger Stein, der wird halt im Hammer verklopft. Verklopft, ja. So. Und das nächste ist. Das ist das. Also ein Spitzengrit, muss ich sagen, von Ralf Hörre, von Bird Basics. Aha. Und das ist schon, weil ihr das seht, das ist die, sagen wir, die Holzkohle oder was? Ja, mit Holzkohle vermischt, Holz, ja. Vermischt. Aha. Und so sieht es aus, wenn sie es dann kriegen. Praktisch schon, so viel ist traurig. Ja, und jetzt kriegen die nach Bedarf eben. Also manchmal hält es 2 Wochen, manchmal bloß 1,5, wenn sie kurz vorm Legen sind, fressen sie relativ viel Kalk. Und ich finde, das ist absolut das Wichtigste, die Kalkversorgung, Mineralien. Aha. Wenn die nicht stimmt. Dann gibt es keine Diäure und auch Legenot und was. Legenot kenne ich eigentlich überhaupt nicht, weil ich ja dementsprechend eine Zuchtvorbereitung mache, eben mit den Hakimol-grünen Tropfen. Ja. Und viel Kalk geben, dass sie das bei Zeit kriegen, also lang bevor sie legen. Mhm. Super. Grüne Tropfen. Die kommen in der Apotheke. Apotheke kaufen, ja. Die sind jetzt so teuer. Die kostet 7 bis 8 Euro. Ja, ja. Und die räuchern eigentlich die ganze Zuchtsaison. Ja. 3 bis 4 Tropfen aufs Trinkwürde. Die Hakimol 3 bis 4 Tropfen aufs Trinkröhrli? Trinkröhrli, ja. Täglich? Täglich. Aha. Ich mache immer wieder bloß einmal dazwischen einmal Vollvitamin, wie der Gumbex oder so. Aha. Schwarzbrust Spezial. Das ist so eine Schwarzbusch-Spezial, ja. Spezial. Und das ist für deine Schwarzbusch und für die Magella. Und für Magella, ja. Das ist ein Schwarzbusch-Spezial. Gut. Und das Kapuze-Spezial kriegt ihr dann Kapuze-Zeichen und die Gelbe auch. Aha. Und das ist ja eine Mischung von unserem Verein, der Sprint. Die haben ja damals haben wir die Mischung zusammengestellt, haben sie 2 bis 3 Mal abgeändert, bis es passt hat. Und das benutze ich eigentlich jetzt schon über 20 Jahre. Super, ja. Das ist ein Magellan, die hat 4.
Sieht schon mal ausgeflogen. Ah ja, rechts drauf. Kopfschiffung, da haben wir auch. Was? Da auch. Super. Da sieht man jetzt schon, dass ich im Kopf gelb kriege. Ah, kriege ich dann das so Flecke? Ja. Das hilft mir nicht. Das ist eine Kugel. Die Kugel auch noch. Ja. Haben wir die auch noch? Jetzt habe ich die. Ich vergesse es wieder. So. Super. Aber unter Probe sind sie halt weggesetzt. Aber sie den Termin habe ich ja weitergeben an die Jungsfrau, dass sie wohl kochen bleiben, wenn wir den Fernseher kommen. Ja. Ja. Schön. Super. Gut, mein Haus. Jetzt habe ich gut drauf. Machst du es zu, sonst. Da ist der Name wieder, die drei Junge. Die sind schon auf vier bereit schon wieder. Ich bin auch schon Junge. Ja. Ja. Und du auch, ja. Schön springt. Ja. Top, Weible. Das Ei von der Übste ist Volentova. Volentova. Und bei Bogenmineralien mit Kalk und so weiter, was man vorher schon vorhin zwischen Volentova. Eifudor. Super. Und das ist jetzt, wie jetzt praktisch der Kalk noch gute Woche praktisch so runterpresse ich. Dann gibt es morgen nachher. Das ist quasi, da haben wir so die Ausgangsbasis da, haben, wenn man ja, den Kiko auch. Seit gestern ist der drin. Da sieht man ja schon nach dem ersten Tag, dass er schon grün wird. Weil oft kannst du ihn auch kaufen, den kriegst du im Handel, wo es schon grün ist. Aber den nehme ich meistens nicht, ja. Weil der schon recht alt ist, der ist recht schnell faulig im Strom. Und so sieht er noch aus, wenn er richtig grün ist. Schon nach 3-4 Tagen. Da sieht man, unter das Wasser drin steht. Ja. Nicht mehr als ein Zentimeter. Und du tust das auch immer. Täglich wechseln. Immer frisch ausschneiden, Schnitt machen, frische. Ja. Und dann kann man das also bedenkenlos bis zu 2 Wochen stehen lassen. Ich habe jetzt leider kein Mehl da, aber man sieht, der treibt jetzt schon aus, er kriegt so hohe Spitze. Ja.
jetzt auch fortgegangen. Das Weibchen. Aber super fähig. Das ist das ältere Weibli, wo du gesagt hast, wenn ich gleich befleckere halt eine, gell? Thank you.
Ersatzfähige die Hähne. Aha. Gerade gelb hoch, Kapuze 30. Schwarzbuschel, Magellan, alle beieinander. Magellan, die hast du alle beieinander. Da sind jetzt noch zwei Hähne drin von der Deutschen Meisterschaft, von der Magellan, Champion-Kollektion. Und mein Schwarzbuschel, der Weltmeister, dieser ist auch dabei. Jetzt sieht es besser aus. Segel. Top Träger, ne? Ja, gut, ja. Da sitzt der Weltmeister dahinter. Der mit blauer Ring. Ja. Blau sieht gerade. Der, wo da links sitzt, oder? Ja, jetzt das dritte. Pack ich auf dem Steckel von der gelbe. Magellan, gelb hoch, Schwarzbusch jetzt noch beide. Und da sind auch noch zwei Kapuze dabei von der deutschen Mannschaft. Von einer Kollektion. Ja. Und das sind ja meine Fegel, das wäre ja ohne künstliche Farbe gefärbt, nur mit Grünfutter. Also haben wir ja schon oft genug diskutiert, ja. Auch bei uns am Stammtisch. Viele behaupten, das geht nicht, aber ich kann das beweisen. Ich habe das schon mehrmals das Fleisch mal schon gemacht und die Fegel sind genauso rot und das Rot ist schöner, wenn sie farbig wird. Also die Kapuze sind echt spitze. Magellan ja auch, wenn er den da einen Bogen da hat. Also, Freund. Was gut, das ist so echt immer dieses Jahr. Also, guck ich, dass ich das so aufnehme. Thank you.
Ja, du da jetzt so eine Menge, dann sehe ich dich, ja. Ja, ganz schön triebig, ja. Ja, und das ist halt auch gut so, weil die stacheln sich derart auf da drinnen. Die sind rank und schlank. Und ich kann sagen, fast jeder befruchtet da jedes Ei. Aha. Und so habe ich die immer alle meine Hähne in der Dreifachbox drinnen, recht eng. Und da sind die 8 Wochen drin vor der Zucht, bevor ich anfange. Aha. Und dann sind die alle fit. Natürlich fliegen da mal ein paar Väter, klar, aber ja, das ist ganz normal. Das Tier wieder zumachen, nicht, dass sie verpufft liegen. Dann machen wir das da. Super. Und da unten sind die Mädels drin. Die Mädels? Ah, ja. Die Weibchen dazu, so schöne Magellanweibler. Ja. Die Kapuze auch schön. Schwarzbusch, den ich auch schön gesehen habe. Ja, genau. So stecken die immer da hinten. Die Gelbauch noch drin, Weiber. Gelbauchweiber sind auch schön. Ja. Wer so mein Verfroh, der hätte ein paar von denen, ja. Richtig. Hopp. Das ist jetzt futtermäßig, was du da aufgestellt hast. Ja. Das Futter, das ist kein Futter. Das ist eine fertige Mischung. Das da, ne? Ja. Fertige Mischung. Das ist kein Futter, das ist spezial. Das muss man vielleicht weglegen. Also das da halt so. Ja. Und das Keimfutter besteht aus 2 Teilen Keimfutter, das ist spezial. Einem Teil Sonnenblumen Mikro und einem Teil Negersalz. Das ist das, was jetzt der Hanna. Das ist die fertige Mischung. Das ist die fertige Mischung, ja. Der Hanna. Mhm. Das da ist jetzt das. Das ist kein Futter Spezial. Kein Futter Spezial. Und zwei, das da auch zwei Einheiten Spezial. Zwei Spezial. Eine Einheit Sonnenblume und eine Einheit der Hegersaat. Das ist die Hegersaat und das sind die Sonnenblumen. Die Mikro. Da, die Mikro. Das ist dann vom Blattner dann? Vom Blattner, ja. Du tust immer mit in die Silos Keimfutter aussetzen, gell? Das Keimfutter ist jetzt von gestern. Das sieht man jetzt schon, dass es anfängt mit Keimen. Ich wollte auch, das ist ja also richtig gute keimfähige Ware, gell? Ja. Und der Raumtemperatur? Das ist von heute. Das war schräg. Heim Mittag angesetzt. Und da kommt 10 Tropfen Vetresan. Zum Pilze abtöten. Genau. Das kann man dann bedenkenlos, wenn es fertig ist, auch mehrere Stunden drin lassen, ohne dass es säuert und alles. Und es riecht angenehm und ist echt gut. Super.
Ja. Vom? Von der Camping-Kollektion Hahn. Und der Jungfrau. Und die drei Jungfrauen hat die. Das ist der erste, der zweite ist dahinter. Ja, und das ist und andere. Ja. Ja, die sind da. In Heide ausgeflogen. In Heide ausgeflogen, mhm. Super. Der Klaus sieht super klar, ja. Ja. Noch etwas unsicher, deswegen habe ich auch den schrägen Stab drin, wenn die ja runterfallen, dann können die, kommen die leichter hoch. Ja, weil die ja können am Anfang noch nicht gerade hochfliegen und dann bringen die den Stab als Unterstützung. Da können wir mal also mit deinem, wo in YouTube drin haben, mit den Kapuzenzeichen, ja, hat man ja auch mal erklärt, mit einem Zeichen. Ne? Mit der Köpfle. Boah. Und schön zu machen, bevor es schlüpft. Ist nicht geschlüpft? Ja, heute Morgen. Ja. Magellan? Magellan. Ah ja, super. Das sind jetzt drei Junge drin. Ja. Mit 5 Eier, oder? Ja. Ah. Sind jetzt auch aus der Siegelkollektion etwas dabei, oder? Nein. Nicht. Aber die können das mit der Siegel machen, ja? Gut, von meiner Hinterkollektion ist eine dabei. Aha. Guckst du mir an, hä? Wie viele Eier hat die, oder? 5 Eier? Ja. Das ist aber ein großes Gelege, hä? Ja. Die kommt auch von der Zuchtvorbereitung, gell? Ja. Gut. Gut, bei den Magellern ist ganz so, dass sie mehr Eier legen. Also die meisten sind die doch über 5 Eier gehen. Aha. Super. Sind die alle voll, oder? Ja. Boah. Das ist super. Jetzt 6 Tage. 6 Tage. Ja. Super. Okay. Kalt. Dann habe ich meine Schüssel verstanden. Hast du alles noch? Kalkbox. Kalkbox, gut. Oder Kalkbar. Kalkbar, so. Kalk, Mineralien. Ja. Und das ist, die Kohle. Kohle, Vogelkohle. Ja, Kohle. Quarzsand. Das ist Quarzsand. Das ist der Kalk Brockmann Zwergmarke. Aha. Das ist das da. Ach, das war schon die Hase und die Kleinkürzchen. Genau. Okay. Und das andere ist der Taubenstein. Klaus.
das ist das da, ne? Das da, ja. Das ist ein vieriger Stein, der wird halt im Hammer verklopft. Verklopft, ja. Super. Das nächste ist. Das ist das. Sehr, also ein Spitzegrit, muss ich sagen. Von Ralf Hörre, von Bird Basics. Aha. Und das ist schon, weil ich das sehe, das ist die Holzkohle oder was? Ja, mit Holzkohle vermischt, ja. Vermischt. Aha. Und so sieht es aus, wenn es dann kriegt, praktisch. So, das ist es nachricht. Ja, also jetzt kriege ich die nach Bedarf eben. Also manchmal hält es 2 Wochen, manchmal bloß 1,5, wenn sie kurz vorm Legen sind, fressen sie relativ viel Kalk. Und ich finde, das ist absolut das Wichtigste, die Kalkversorgung, Mineralien. Aha. Wenn die nicht stimmt. Dann gibt es keine gute Eure und auch Legenot, ja. Und was sie was. Legenot kenne ich eigentlich überhaupt nicht. Weil ich ja dementsprechend eine Zuchtvorbereitung mache, eben mit den Hakimol grünen Tropfen. Ja. Und viel Kalk geben, dass sie das bei Zeit kriegen, also lang bevor sie legen. Mhm. Super. Grüne Tropfen. Hakimolgrün ist, die kommen in der Apotheke. Apotheke kaufen, ja. Die sind jetzt so 3 Euro. Die kostet 7 bis 8 Euro. Ja, ja. Und die reichen eigentlich die ganze Zuchtsaison. Ja. 3 bis 4 Tropfen aufs Trinkröhre. Die Hakimol 3 bis 4 Tropfen aufs Trinkröhre? Trinkröhre, ja. Täglich? Täglich. Aha. Ich mache immer wieder bloß einmal dazwischen einmal Vollvitamin, wie der Gumbex oder so. Aha. Schwarzbusch-Spezial. Das ist für die Magela. Gut. Und das Kapuze-Spezial kriegt dann Kapuze und die Gelbe auch. Aha. Das ist ja eine Mischung von unserem Verein, der Sprint. Die haben ja damals haben wir die Mischung zusammengestellt, haben sie 2 bis 3 Mal abgeändert, nachdem das passt hat. Und das benutze ich eigentlich jetzt schon über 20 Jahre. Super, ja. Das ist ein Magellan, die ist 4. Die ist schon rausgeflogen. Kopfschiffung, da haben wir auch. Passt. Da auch. Super. Da sieht man jetzt schon, dass ich den Kopf gelb kriege. Ah, kriege ich dann so Flecke? Ja. Dann schießt man nicht. Das ist eine Kugel. Die Kugel auch noch. Ja. Nee, die auch noch. Jetzt habe ich die. So. Das ist so ruhig, ja, trotz Licht. Super. Aber unter Probe sind sie halt nicht gesetzt. Den Termin habe ich ja weitergegeben an die Jungs-Kollegen, dass sie wohl kochen bleiben, wenn wir ins Fernsehen kommen. Ja. Schön, super. Gut, machen wir es. Jetzt habe ich gut gekauft. Die sind schon 4 Tage wieder.
selber da schön machen. Ja. Ja. Und du auch. Ja. Schön springen. Ja. Top, Weible. Seit gestern ist der drinnen. Da sieht man auch schon nach dem ersten Tag, dass er schon grün wird. Weil oft kannst du ihn auch kaufen, den kriegst du im Handel, wo es schon grün in den umgewachsen ist. Aber den nehme ich meistens nicht, weil der schon recht alt ist, der wird recht schnell faulig im Sprung unten. Und so sieht er mal aus, wenn er richtig grün ist. Schon nach 3 bis 4 Tagen. Da sieht man ja unten, wie das Wasser drin steht, nicht mehr wie so ein Zentimeter. Du musst das auch immer täglich wechseln, immer frisch ausschneiden, Schnitt machen in Frische. Ja. Und dann kann man das also bedingungslos bis zu 2 Wochen stehen lassen. Ich habe jetzt leider kein Meter, aber man sieht, der treibt jetzt schon aus, er kriegt so hohe Spitze. Das Weible. Aber super fähig. Das ist das ältere Weibli, wo du gesagt hast, wenn ich gleich befleckt halt eine, gell?
Thank you.